Hallo ihr Lieben, Pascal hier. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine vegane Blumenkohlcremesuppe macht. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Rezept an. Los geht's! Ich habe das Rezept so weit wie möglich vereinfacht. Zuerst gebt ihr einen Esslöffel vegane Butter in einen Topf, die zerlasst ihr kurz und gebt dann die halbe gehackte Zwiebel dazu. Die lasst ihr kurz andünsten und dann kommt der Blumenkohl dazu. Das ist von der Menge her ungefähr ein Drittel eines großen Blumenkohl oder die Hälfte eines kleinen Blumenkohl. Dann kommen 600 ml Gemüsebrühe dazu. Ich habe einfach einen Gemüsebrühewürfel in der Mitte geteilt und in zwei 0,3er Gläsern mit heißem Wasser aufgelöst. Dann kommt noch Salz und Pfeffer dazu und das mische ich gut durch und lasse es ungefähr 15 bis 20 Minuten kochen. Jetzt ist mein Brokkoli schön weich für den Mixer. Ich lasse den Topf dann immer noch ein bisschen abkühlen, so 10 bis 15 Minuten, damit es nicht allzu heiß ist für den Mixer. Ich habe jetzt einen Mixer, der die Hitze aushält. Ich wollte aber trotzdem nicht kochendes Wasser reingeben. Dann lasse ich den Mixer, ganz wichtig, mit geöffnetem Deckel laufen. Ich lege einfach diesen Verschluss locker oben drauf, damit die Hitze entweichen kann. Dann ist mein Blumenkohl auch schon püriert und die Konsistenz sieht ungefähr so aus. Das gebe ich dann in den Topf und dann kommt meine vegane Sahne dazu. Ich nehme jetzt diese Sahne. Ihr könnt natürlich jede beliebige vegane Sahne nehmen, die ihr möchtet. Das mische ich dann kurz unter und dann sieht die Konsistenz so aus. Dann lasse ich das Ganze nochmal kurz aufkochen und dann ist die Suppe heiß genug, um sie zu servieren. Ich garniere die Suppe noch mit ein bisschen Petersilie in der Mitte und ein bisschen Kokoschips. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Falls ja, dann like dieses Video und oder schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir, dann abonniert doch gerne meinen Channel. Ich bin noch relativ neu, deshalb würde ich mich total freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.